Hallo liebe Freunde, wie ihr wisst, bin ich ein Riesenfan der asiatischen Küche und deshalb machen wir heute einen richtig leckeren Glasnudelsalat. Und zwar die koreanische Variante mit Süßkartoffelnudeln. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox und ich lege jetzt direkt los und werde den Sesam rösten. Und das funktioniert auch super ohne Öl. Der Sesam hat jetzt ein richtig schönes Röstaroma bekommen. Jetzt schäle, schneide und hacke ich den Knoblauch. Und dann kommen wir auch schon direkt zur Marinade. Dafür mische ich jetzt den Knoblauch, den gerösteten Sesam, Öl, Sojasauce und Zucker. Dann kommen wir jetzt auch schon direkt zu den Pilzen und dem Rinderfilet. Beides schneide ich jetzt in Streifen und gebe es in die Marinade. Und während das jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank durchzieht, schneide ich die Karotten und Gemüsezwiebel in Streifen. Jetzt schneide ich die Paprika in Streifen und die Frühlingszwiebeln in Ringe. Und nun werden die Süßkartoffelnudeln nach Packungsanweisung gekocht. Habt ihr eigentlich schon mal Glasnudelsalat gegessen oder seid ihr Verfechter des klassischen Nudelsalats mit Mayonnaise? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Jetzt kommen wir zum Spinat. Dafür habe ich schon mal ein ganz bisschen Wasser in die Pfanne gegeben und werde den Spinat kurz mit da reingeben, dass er so ein bisschen zusammenfällt, ihn abschrecken und dann direkt zu den Glasnudeln geben. Ich werde als nächstes das Gemüse nach und nach anbraten, damit es nochmal richtig Aroma entwickelt und ein bisschen weicher wird. Und wenn ihr euch fragt, warum ich alles einzeln anbrate, ganz einfach. Die Möhren brauchen natürlich länger als zum Beispiel die Paprika. So, und zu guter Letzt werde ich jetzt noch das Fleisch und die Pilze anbraten und alles am Ende abschmecken. Schaut mal hier, genau so muss das aussehen. Ich schmecke das Ganze noch etwas mit Sojasauce ab. Limettensaft und Koriander. Nein, Spaß. Limette und Koriander gehört in dieses Gericht definitiv nicht rein. Auch wenn ich es eigentlich ganz gerne reinhaben würde. Dürfte ich? Nope. Schade. Das ist einfach der Hammer. Das ist mein absolutes Lieblingsrezept jetzt auf dem Rewe-Kanal, muss ich sagen. Und deshalb, Leute, abonniert den Kanal und verpasst ihr kein weiteres Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.